Eine Woche nach dem Start in die Vorbereitung zur neuen Saison stehen für die Ravensburg Tower Stars die ersten Testspiele auf dem Programm. Am Freitagabend steht in Memmingen das Duell gegen den Vizemeister der letzten Oberliga-Südsaison an. Am Freitag sind die Oberschwaben dann zu Gast beim EHC Freiburg. Die Vorfreude im Team ist entsprechend groß. Ja, ich bin sehr ausgezeichnet. Das ist das erste Spiel in über 7 Monaten. Ja, wir sind alle bereit zu spielen nochmal. Eigentlich wären die Tower Stars am Sonntag in eigener Arena auf die Krefeld Pinguine getroffen. Dass es nicht geklappt hat, bedauert der Ex-Krefelder natürlich sehr. Ja, natürlich. Es ist immer Spaß zu Freunden sehen. Und ja, es ist ein Schade, natürlich. Die blanken Ergebnisse werden am ersten Testspielwochenende natürlich Nebensache sein. Stürmer John Henrian hat da ganz andere Prioritäten. Ja, man muss sich natürlich erst einmal kennenlernen. Man spielt mit neuen Kollegen, mit neuen Reihen. Sowohl auf dem Eis als auch daneben lernt man neue Menschen kennen. Ich habe zwar schon in Deutschland gespielt, aber da sind jetzt wieder andere deutsche Kollegen und es wird Zeit, die Saison losgeht. Sowohl John Henrian als auch James Bettau haben sich in Ravensburg schon gut eingewöhnt. Und der Bodensee ist offensichtlich auch schon bekannt. Schöne Stadt und es ist in der Nähe von einem sehr schönes Meer. So ja, es ist perfekt. Ja, es macht viel Spaß hier mit der neuen Mannschaft auf dem Eis zu stehen. Auch wenn natürlich die Zeiten jetzt ein bisschen anders sind als gewohnt. Aber es ist definitiv Zeit, dass es endlich wieder losgeht. Die Tower Stars werden am Wochenende mit 4 kompletten Reihen auflaufen und man darf gespannt sein, ob sie gegen Memmingen und Freiburg genauso scharf schießen wie am Donnerstag im Training.